Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde Herr Golland gerne eine Fragestellung von Ihnen aufgreifen zu Beginn. Sie haben in Ihrem Antrag im Januar, die Debatte haben Sie angesprochen, gefordert, Bodycams im Rahmen der Strafverfolgungsvorsorge einzuführen. Das allein war es, was ich für verfassungswidrig eingestuft habe. Und um sich über diese Fragestellung zu informieren, empfehle ich Ihnen, sich nicht aus CDU-Anträgen zu informieren, sondern aus dem Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts zum Niedersächsischen Gesicht über öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist ein Urteil aus dem Jahr 2009, wo die Grenzen des Landesgesetzgebers bei der Strafverfolgungsvorsorge klar festgelegt werden. Darauf bezog sich die Einlassung damals. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen heute einen Gesetzentwurf vor, der einen Modellversuch für Bodycams ermöglicht. Dieser Gesetzentwurf ist das Ergebnis genau der Abwägung, die wir in den letzten zwei Jahren, solange die Diskussion läuft, immer angekündigt haben. Auf der einen Seite, wie groß ist der Effekt für die Eigensicherung der eingesetzten Beamtinnen und Beamten? Auf der anderen Seite die Frage, wie groß ist der Eingriff in Grundrechte und passt das vom Verhältnis her? Das Ergebnis legen wir Ihnen heute vor. Es ist ein ausgewogener Gesetzentwurf, der mit der Hau-drauf-Rhetorik der CDU in diesem Fall nichts zu tun hat. Im Gegenteil, wir zeigen mit diesem Gesetzentwurf, dass es möglich ist, die Belange des Datenschutzes, der Bürgerrechte und der Einsatztransparenz in einen guten Ausgleich zu bringen mit den Anforderungen an polizeiliche Eigensicherung. Und wir setzen dabei auch die richtigen Schwerpunkte. Der Einsatz der Bodycam ist klar beschränkt auf konkrete Gefahrensituationen. Wir wollen die Beamtinnen und Beamten schützen, denn sie haben größten Respekt verdient. Aber wir wollen keinen ausufernden Einsatz dieses einen Instruments, das ja nur ein kleiner Baustein in einem Sicherheitskonzept sein kann. Der Minister hat es angesprochen. Wichtiger sind die Fragen von Ausbildung, wichtiger sind die Fragen von Deeskalation. Das sind die Fragestellungen, wo es tatsächlich darum geht, mehr Sicherheit für Beamtinnen und Beamte zu schaffen. Stichwort Silvesternacht ist eben gefallen. Es gab in dieser Nacht erhebliche und viele Probleme, aber Bodycams haben da nun wirklich nicht gefehlt. Wir schreiben gesetzlich fest, dass die Aufzeichnungen verschlüsselt erhoben und verarbeitet werden müssen, dass sie gegen Manipulation zu schützen sind. Dem Polizeilichen gegenüber muss die Maßnahme angekündigt werden und Transparenz gemacht werden. Und so führen Bodycams auch zu mehr Transparenz, denn die Betroffenen können Einsicht in die Daten nehmen. Jeder Betroffene, der sich ungerecht behandelt fühlt, zunächst mal kann auf diese Aufzeichnungen zurückgreifen. Das erklärt dann auch den verhältnismäßig lang erscheinenden Speicherzeitraum von zwei Wochen. Die Betroffenen brauchen Zeit, um sich über ihr Agieren, in der teilweise auch dann konfliktbeladenen Situation klar zu werden. Vor diesem Hintergrund sind das, glaube ich, ausgewogene Modalitäten, die wir da eingezogen haben. Der Gesetzentwurf setzt sich insofern sehr wohltuend vom Sicherheitspopulismus der CDU ab. Er erhöht sowohl mit Blick auf die Kennzeichnungspflicht als auch mit Blick auf Bodycams die Transparenz polizeilichen Handelns und, das ist das Wichtigste, er schützt die Beamtinnen und Beamten vor Gewalt, die Beamtinnen und Beamten, die unseren Schutz und unseren Respekt verdient haben. Und vor diesem Hintergrund und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf gedeihliche Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank.